meine Lieben, willkommen zurück zu meinem Kanal, willkommen zurück zu einem neuen Video von mir. Ich bin Jessie und heute habe ich wieder ein Gelesen-Video für euch. Ich werde euch vorstellen, welche Bücher ich in den letzten paar Wochen gelesen habe. Ich muss zugeben, meistens lese ich 4 bis 5 Bücher mal mindestens gleichzeitig. Das heißt, ich beende sie auch dann in der Relation nicht so schnell. Aber ich habe ein paar coole Bücher gelesen in den letzten Wochen. Bücher, die mich bewegt haben, die teilweise ganz, ganz neu waren. Also die ich fast aus der Druckerpresse irgendwie sofort in die Hände bekommen habe und lesen durfte. Und es sind auf jeden Fall sehr interessante Bücher dabei. Also lass uns loslegen. Ja, das erste Buch, da hat mich wirklich beim Lesen so eine Emotionswelle erwischt. Und ich habe echt bei vielen, vielen Teilen sind mir die Tränen gekommen. Und ich fand das sehr, sehr angenehm. Ich habe sehr, sehr viel selbst reflektieren können. Und ich denke, dass es bei dem Buch auch vielleicht so ein bisschen das Ziel war, dass man so in seine eigene Emotionswelt mal reindippt und mal guckt, was da denn so schlummert. Und zwar ist es das Buch Who I Am von Tobias Teichen und Franziska Andersson. Und in dieses Buch bin ich auch mit relativ hohen Erwartungen reingegangen, weil es so ein bisschen beschreibt, wie wir aus gewissen Emotionen oder aus gewissen Lebensumständen raus können, uns davon befreien können, die Gott abgeben können und dann ja mit Frieden im Herzen, mit Ruhe im Herzen oder mit dem, was wir eben brauchen, aus der Sache rausgehen können. Und das ist natürlich eine Sache, die extrem wichtig ist, ein Tool oder ein Instrument im eigenen Leben, das auch sehr, sehr hilfreich sein kann. Und das Buch ist ganz, ganz besonders gestaltet, weil dabei nicht nur die Autoren Tobias Teichen und Franziska Andersson zu Wort kommen, sondern das Buch lebt so ein bisschen von Zeugnissen von verschiedenen Personen. Also da werden Mann und Frau unterschiedlichen Alters gefragt. Die meisten Leute sind so Anfang, Mitte 20, aber auch ein bisschen ältere Personen werden gefragt oder erzählen von Erlebnissen aus ihrem Leben, die sie gefangen gehalten haben und wie Jesus sie davon befreit hat und was sie daraus gelernt haben. Und das ist was ganz, ganz Besonderes, weil das war so ein bisschen wie so ein Zeugnisabend, würde ich sagen. Und da nimmt man ja auch mal sehr, sehr viel mit. Das sind einfach Personen, die ganz ehrlich und offen beschreiben, wozu auch sehr, sehr viel Mut gehört, mit was für Dingen sie zu kämpfen hatten oder was ihnen angetan wurde teilweise. Nicht mal was sie aktiv gemacht haben, aber was sie dann sozusagen, welche Last sie tragen mussten. Und wie, auf welche Art und Weise und was sie getan haben, dass Jesus sie befreit. Und das fand ich sehr, sehr schön. Ich habe, wie gesagt, mir sind oft die Tränen gekommen, weil ich entweder so ergriffen war von diesem Mut und von diesen jungen Leuten teilweise, was sie schon alles erlebt haben und wie Gott sie dann da rausgeholt hat. Oder auch teilweise, weil ich mich selbst sehr wiedererkannt habe in manchen Dingen und echt schlucken musste. Und ich habe mir ganz, ganz viel markiert. Ich zeige es euch jetzt nicht. A Trigger Warning Eselsohren. Oder jetzt habe ich ein Warning ausgesprochen. Also ich bin jetzt auf dem Eselsohren-Trip. Wir können wann anders drüber reden. Aber für mich ist es beim Lesen einfach gerade die einfachste Lösung, mir was zu merken. Und ich liebe es eh, wenn meine Bücher ein bisschen gelesen aussehen. Also please don't come for me. Aber das ist gerade so die Art und Weise, wie ich mir Sachen markiere. Und ich habe sehr, sehr viel markiert, habe mir sehr viel gemerkt. Möchte auch unbedingt nochmal lesen. Eine kleine Warnung. Im ersten Viertel dieses Buchs, und ich verstehe nicht, warum es nur im ersten Viertel ist, ich bin dankbar, aber ich verstehe nicht genau warum, ist die Sprache der beiden Autoren sehr gewöhnungsbedürftig. Was meine ich damit? Es werden sehr viele Anglizismen benutzt, da muss ich eigentlich nichts sagen, weil ich benutze sehr viel Anglizismen. Ich habe mit der Arbeit viel Englisch zu tun und da kommt es einfach normal. Aber hier sind es nicht nur unbedingt Anglizismen, sondern hier sind es auch Wörter, die sozusagen dem jetzigen Zeitgeist entsprechen und die beim Lesen das war relativ unangenehm zu lesen. Das kam einem nicht einfach von den Augen sozusagen. Das war beim Lesen nicht sehr, sehr einfach und hat teilweise sehr gestört. Und das hat mich auch fast abgehalten, weiterzulesen, weil ich dachte, wenn das ganze Buch jetzt so auf die ganz, ganz junge Generation zugeschnitten ist und dann kann ich es einfach nicht weiterlesen. Es war aber nur im ersten Viertel so. Ich habe dann Gott sei Dank weitergelesen, weil ich sehr, sehr viel draus gezogen habe aus dem Buch. Muss aber sagen, dass das erste Viertel sozusagen die Sprache der beiden Autoren gewöhnungsbedürftig war und das Buch auch so in so einen gewissen Zeitrahmen setzt, was ich schade finde, weil Bücher sollten auch irgendwo ein bisschen zeitlos sein. Gerade dieses Buch würde sehr profitieren davon, wenn es zeitlos ist. Also das fand ich ein bisschen irritierend. Lasst euch davon nicht abschrecken, wenn euch das besonders stört. Das wird im Rest des Buches, fällt es überhaupt nicht mehr auf. Auch bei den Zeugnissen von den Leuten gibt es da keinerlei Wörter, bei denen ihr denkt, das hat so noch nie jemand wirklich gesagt. Aber ja, das ist eine kleine Sache, bei der ich euch vorwarnen wollte, die mir jetzt nicht so super gut gefallen hat. Aber nichtsdestotrotz, die Geschichten sind total gut. Die eine oder andere Person kennt man vielleicht auch von so christlichen aus der christlichen Online-Bubble. Es war einfach toll, es hat mich sehr bewegt. Ich werde immer wieder reinlesen. Die Dinge, die man lernt aus den Geschichten dieser Person, werden dann nochmal
theologisch ganz neutral sozusagen präsentiert und über die wird gesprochen, geschrieben und man lernt sehr viel für sich selbst. Also eine ganz große Empfehlung. Ich bin total glücklich, dass ich es gelesen habe und kann es euch sehr, sehr ans Herz legen. Das zweite Buch ist ein Buch, ja, auf das ich mich auch sehr, sehr gefreut habe, das ich schon lange in den Händen haben wollte und auch von einem Verlag, den ich auf meinem Kanal mehr unterstützen möchte. Und ja, ich schätze einfach sehr, was die Personen hinter dem Verlag machen. Und zwar ist es der Permission Verlag und das Buch ist Business zur Ehre Gottes von Wayne Grudem. Und das ist ein ganz kleines, aber feines Buch. Wie ihr seht, es ist nicht sehr, sehr dick und es beschäftigt sich mit, ja, Business, Unternehmertum, der Moral dahinter, wie gewisse Dinge gut oder wie gewisse Dinge auch schlecht sein können und das auf eine sehr, sehr kompakte Art und Weise. Und das fand ich sehr hilfreich, weil ich bin selbst selbstständige Unternehmerin, also ich beschäftige mich nur selbst bisher, aber trotzdem muss ich auch verhandeln und es geht auch bei mir um Rechnungen und Preise und Wettbewerb und sowas und natürlich macht man sich da schon manchmal Gedanken, gerade wenn man mit anderen christlichen Organisationen zusammenarbeitet, wie viel Geld nehme ich jetzt und ich will nicht gierig rüberkommen, aber ich muss auch Rechnungen bezahlen und wie geht man mit solchen moralischen Grauzonen manchmal ein bisschen um. Ja, und Wayne Grudem kommt da ganz, ganz nüchtern und auf eine ganz simple Art und Weise immer ganz gut auf den Punkt und zwar erleuchtet er einfach, wie die Dinge, die wir teilweise für moralisch schlecht halten, eigentlich moralisch neutral sind. Sind, von Gott gegeben und wir ja durch die Sünde in uns aber eben die Dinge schlecht machen können. Da geht es um das Thema Geld, da geht es um das Thema Wettbewerb, um das Thema Wirtschaft und all solche Dinge, die einen als Unternehmer interessieren, aber ich denke auch einfach als Einzelperson in der Welt, in der westlichen Welt, in Deutschland vielleicht oder im Dachgebiet, wo man sozusagen lebt, ist ja auch Wettbewerb und sowas ist ja was, was wir auch im Alltag erleben und wie diese Dinge eigentlich gar nicht schlecht sind, aber wie sie schlecht sein können. Und ich fand es sehr, sehr erleichternd, das zu lesen, weil ich habe das so selten gehört. Objektiv weiß ich es eigentlich, ne? Aber es ist schön, das auch mal so zu lesen und auch mal schriftlich irgendwie zu sehen. Und ich fand es einfach schön, dass sich mal jemand über sowas Gedanken macht. Also Business ist was, was uns jeden Tag angeht. Jeder Mensch, der irgendwie arbeitet oder auch nur einkaufen geht oder irgendwie Business ist überall um uns herum. Wirtschaft ist immer da. Und da muss man sich als Christ Gedanken machen, wie ordne ich das ein? Man kann sich davor nicht verstecken, man kann aber auch nicht per se einfach alles als schlecht betiteln oder als gut betiteln. Und ich habe aus diesem Buch sehr, sehr viel gelernt. Die gewissen Themen werden teilweise nur ganz kurz angekratzt, beziehungsweise innerhalb von ein paar Seiten einfach nur besprochen. Also wenn man sich für ein Thema dann im Tieferen interessiert, kann man ja einfach nochmal nachlesen. Es gibt viele Bibelstellen, die auch in dem Buch genannt werden und sich weiter informieren. Aber das ist so ein guter Ratgeber, wenn man ja einfach dasteht und sich denkt, was mache ich eigentlich und mache ich das Richtige und ist es überhaupt Gottes Wille, dass ich jetzt hier verhandle oder irgendwie den Preis runterdrücke von irgendwas oder solche Dinge. Also es ist sehr, sehr interessant, es hat mir sehr weitergeholfen beim Lesen und auf jeden Fall habe ich Dinge mitgenommen, die ich auch anwenden werde und die ich mir jetzt so in meinem Hinterkopf gespeichert habe sozusagen und ich bin sehr gespannt. Permission bringt immer mal wieder Bücher raus, die auch mit Kreativität zu tun haben, Unternehmer sein als Christ und das ist ein Thema, das ich sehr wichtig finde. Und könnt ihr gerne auch bei ihnen vorbeischauen, da kommen jetzt richtig coole Bücher raus und ein Buch, das mir sehr gut gefallen hat und das ich euch sehr empfehlen kann. Ja, das nächste Buch ist ein Buch, das sich vielleicht ein bisschen kontrovers anhört, aber beim Lesen habe ich gemerkt, es ist eigentlich gar nicht so kontrovers und es ist eine Art Buch, die ich sehr, sehr gerne lese, weil ich, wie gesagt, auch immer sehr gerne reflektiere, über meinen eigenen Glauben nachdenke, meine Glaubensreise sozusagen und ja, da einfach so ein bisschen mir selbst auch auf die Spuren komme sozusagen. Und das ist das Buch, Wo deine Seele zu Hause ist von Martin Knispel. In dem Buch geht es um das Thema zeitgemäßer Glaube und das ist ja eigentlich so ein Thema, bei dem man sich denkt, muss Glaube denn zeitgemäß sein? Das ist so ein bisschen kontrovers und es gibt sehr viele unterschiedliche Ansichten und da hatte ich so ein bisschen ein mulmiges Gefühl beim Lesen des Buches, ob ich jetzt bei jeder Zeile sozusagen erstmal meinen geistlichen Türsteher befragen muss, ob es denn okay ist, diesen Gedanken reinzulassen. Aber ich habe gemerkt, dass das eigentlich gar nicht so wild ist und dass auch dieses Thema in dem Buch zumindest nicht sehr kontrovers angegangen wird. Es ist einfach so, dass Martin Knispel aus eigener Erfahrung spricht und auch so ein bisschen seine eigene Glaubensreise davon erzählt, wie er das so erlebt hat und wie Glaube auch teilweise toxisch sein kann und wie wir aus dieser toxischen Glaubensbubble manchmal auch rausgehen können. Weil natürlich auch objektiv gibt es Glaubenstraditionen oder Glaubenspraktiken, die nicht unbedingt sehr gesund sind. Und er spricht darüber, er spricht auch so ein bisschen, wie man, ja,
durchs Leben geht und der Glaube sich anpasst. Ich habe das bei mir selbst auch sehr stark gemerkt. Ich bin mit 15 zum Glauben gekommen und ich bin jetzt fast 27. Also bei mir hat sich auch ganz, ganz viel getan. Und früher hatte ich immer so Angst, dass es ja eigentlich gar nicht geht und dass ich den Gott, den ich mit 15 sozusagen in meinem Kopf abgespeichert habe, dass der immer gleich bleiben muss. Gott ist immer gleich, aber natürlich nicht beschränkt auf mein Teenager-Gehirn so, ne? Und ich lerne sehr viel, ich erweitere meinen Glauben, ich kriege neue Blickwinkel auf Dinge und das bedeutet nicht immer, dass man in eine oder die andere Richtung rüberwiegt, aber das bedeutet einfach, dass man, ja, dass es normal ist, dass man wächst. Man wächst ja auch als Person, der Stil verändert sich, die Vorlieben verändern sich. Und in diesem Buch, ja, ich fand es sehr, sehr erfrischend, darüber zu lesen. Es gibt mehrere Bücher zu dem Thema, aber ich fand es sehr, sehr schön zu lesen, dass sich wieder in Gedanken zu bringen, dass Glaube auch wachsen darf und dass man auch selbst entscheiden darf, in welche Richtung der Glaube wachsen kann. Und dieses Buch hat mir sehr weitergeholfen. Ich denke, wenn du vielleicht auch merkst, gewisse Dinge verändern sich bei mir, aber ich habe ein bisschen Angst, dass ich mein Fundament verliere, dann kann ich dir das Buch sehr empfehlen, weil es wirklich nicht kontrovers ist oder irgendwie so, du kriegst keine Schnappatmung beim Lesen. Es ist wirklich sehr, sehr gut geschrieben und ein Buch, das mich weitergebracht hat, das ich euch empfehlen kann und das ich sehr, sehr gut fand. Und das letzte Buch, das ist natürlich nicht das letzte Buch, was ich jetzt in den letzten Wochen gelesen habe, keine Sorge, aber ich werde jetzt so ein bisschen auch kleinere oder kürzere Videos drehen zu Büchern, die vielleicht besonders populär sind, Bücher, die ganz neu rausgekommen sind, die ich gelesen habe, einfach weil ich denke, Kurzformat ist vielleicht auch ganz cool, mal so ein 5-Minuten-Video, das ihr euch einfach zu einem Buch anschauen könnt und da wird auf jeden Fall jetzt noch auf meinem Kanal viel kommen, also abonniert sehr gerne meinen Kanal. Ich habe jetzt ein Buch von Francine Rivers, über das ich gleich sprechen werde und das in einem anderen Video auf jeden Fall kommt und ja, seid sehr, sehr gerne dabei. Aber das letzte Buch, das ich hier in diesem Video vorstellen möchte, ist das Buch, das wir im Januar gelesen haben im Buchclub. Januar ist gefühlt schon ewig her und in diesem Buch geht es auch so ein bisschen um Winter, aber es ist ja noch kalendarischer Winter und heute hat es bei uns geschneit. Also ich denke mal, dass wir auch gerne noch Winterbücher lesen können. Und zwar ist es das Buch Winterleuchten am Liliensee von Elisabeth Büchle und ja, wir haben das im Buchclub zusammen gelesen. Wenn du dich fragst, was ist ein Buchclub? Ich habe unten ein Video dazu, werde ich euch verlinken, könnt ihr euch anschauen und auch hier oben. Ist sehr, sehr cool, seid sehr gerne mit dabei und ja, wir lesen gemeinsam Bücher und das haben wir natürlich im Januar gelesen und ja, wir wollten einfach uns sowas so ein bisschen wieder leicht reinkommen. Das Buch ist auch nicht sehr dick, einfach in so eine Geschichte wieder reinkommen und haben uns eben das Buch von Elisabeth Büchle ausgesucht. Das ist ganz cool, weil in dieser Szenerie gibt es mittlerweile 4 Jahreszeiten zu ihrem Buch. Wir haben eben das Winterbuch ausgesucht und das ist ein Buch, da geht es jetzt nicht so, da passiert nicht so viel, aber es passiert sehr viel charaktermäßig oder Charakterentwicklung. Das fand ich auch sehr, sehr schön. Es ist auch eine Liebesgeschichte dabei. Wie ihr wisst, Liebesgeschichten sind nicht mein Lieblingsteil von Büchern, aber die hier war okay für mich. Also es war jetzt nicht ganz anstrengend zu lesen. Es gibt teilweise Szenen in dem Buch, da komme ich gleich noch drauf zurück, die ich nicht so ganz nachvollziehen kann, aber erstmal zu dem Plot. Es geht um Lisa. Lisa landet aufgrund von unterschiedlichen Umständen bei einer Familie. Die Familie war mit ihrer Mutter befreundet und ja, Lisa kommt eigentlich aus so keinem Elternhaus wirklich. Also sie wurde von ihrer Tante großgezogen und hat nicht wirklich Kontakt mit ihrem Vater sowieso nicht, mit ihrer Mutter irgendwann auch nicht mehr und ja, sie wächst halt sehr, sehr städtisch auf, sehr für sich, sehr alleine, sehr einsam und sehnt sich so ein bisschen nach Familie, nach Zusammenhalt, nach diesem wohlig warmen Gefühl und sie landet dann über gewisse Wege bei eben so einer Familie, die wohnt in den Bergen am Liliensee, wie das Buch auch schon so besagt und ist eben die Familie, wie Lisa sie sich wünscht, wie sie sich erträumt hat und sie hat so eine gewisse Sehnsucht. Ja und im Haushalt gibt es dann auch noch 2 Männer und unter anderem Robert. Und Robert, ja, ist ein junger Mann, dem das Herz gebrochen wurde, der sehr, sehr starke Zweifel hat an Menschen, der Menschen sehr misstraut und der auch Lisa sehr misstraut, weil er denkt nämlich, dass Lisa eine Hochstaplerin ist, dass Lisa eigentlich gar nicht die Person ist, für die sie sich ausgibt und dass sie sich in die Familie so ein bisschen einschleichen möchte. Dann ist es so, dass sie zwar unterwegs sind und eingeschneit werden und ein paar Tage in einer einsamen Hütte verbringen und diese paar Tage, da öffnen sich diese 2 Personen, die Seelen öffnen sich, wir kriegen auch einen Einblick in ja, das, was diese Menschen erlebt haben teilweise, da merkt man immer wieder, dass der Schein manchmal auch trügt. Und merken oder erleben auch, wie diese 2 Personen sich ein bisschen annähern, aber nicht ganz wissen, wo sie bei den anderen stehen. Ich fand die Geschichte nett, also ich denke nicht, dass das jetzt die krasseste Geschichte ist, die ich jemals gelesen habe. Ich fand es schön im Buchclub, viele haben gesagt, dass sie die Geschichte sehr begeistert hat. Ich denke, das ist dann wieder einfach nur, welche Genre einem am besten gefällt. Ich fand es aber schön, so ein bisschen charakterreflektierend mal Geschichten zu lesen, Geschichten von Personen, die, ja,
nicht nur gleich bleiben die ganze Zeit im Buch, sondern sich auch wirklich verändern und auch wirklich sich anpassen. Das fand ich sehr interessant. Was ich nicht so gut fand, und ich finde es immer schwer auf meinem Kanal so über Sachen zu sprechen, die nicht so toll meiner Meinung nach an Büchern sind, aber deshalb sage ich, was ich nicht so gut fand. Also das ist sehr subjektiv natürlich und ich sage das auch immer am Ende, damit ihr euch ein eigenes Bild machen könnt vom Rest des Buches. Es gab ein paar Szenen der Zweisamkeit, die ich in dem Buch jetzt nicht so nötig fand und die ich auch für ein christliches Buch, ehrlich gesagt, ein bisschen überzogen fand. Also es gibt ein paar so Zärtlichkeitsaustausche in dem Buch und ich würde jetzt auch nicht sagen, dass ich sonderlich prüde bin, aber die fand ich ein bisschen übertrieben und ich denke mir dann manchmal bei christlichen Verlagen, ich würde das Buch jetzt keinem Teenager unbedingt geben, also so 12-, 13-Jährigen würde ich das Buch jetzt nicht mit gutem Gewissen geben und das finde ich immer ein bisschen schade. Also vielleicht kann man da als Verlag auch mal gucken, ob man gewisse Szenen wirklich drin lassen muss oder nicht umschreiben kann. Aber an sich ist es eine nette Geschichte und wir haben auf jeden Fall vom Buchclub auch Lust auf mehr Geschichten rund um den Liliensee und werden wahrscheinlich auch noch ein, zwei in diesem Jahr lesen. Also es ist eine schöne Lektüre. Wenn es bei euch jetzt auch geschneit hat, dann ist es wie so eine kuschelige Decke und ja, ein heißer Kakao oder irgendwie eine Tasse Tee oder so, eine ganz, ganz süße Geschichte. Und ja, hat mir sehr gut gefallen und ich bin gespannt auf den Rest. So, das waren jetzt die 4 Bücher, die ich in den letzten Wochen gelesen habe und die bei mir besonders einen Eindruck hinterlassen haben, von denen ich euch erzählen wollte. Es kommen natürlich noch mehr Bücher. Also ich habe jetzt wieder so einen Stapel auf meinem Nachttischschrank, der ja von mir gelesen werden möchte. Und ich werde jetzt gleich im Anschluss, also wundert euch nicht, ich werde gleich aussehen wie jetzt, noch die Rezension filmen zu dem neuen Roman von Francine Rivers, Mein wildes, mutiges Herz. Das war ein Buch, das hat mich sehr überrascht und hat einen guten Eindruck bei mir hinterlassen. Also ich freue mich sehr, die Rezension mit euch zu teilen und bin auch sehr gespannt, wenn ihr das Buch gelesen habt, was ihr dazu sagt. Und ja, ich danke euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet eine gute Zeit und ich wünsche euch noch eine wunderschöne Restwoche. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!